Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei XCOM 2. Wir sind immer noch unter Druck. Die Avatar... wie nennt man das eigentlich? Avatar-Organisation? Nee. Das Avatar-Projekt ist fast vollendet. Wir haben allerdings die Möglichkeit, es noch anzugreifen. Aber wir haben auch jede Menge in unserem letzten Einsatz falsch gemacht und haben dementsprechend auch Verletzte. Und zwar, gehen wir mal in die Waffenkammer und sehen hier, wenn wir die Soldaten anzeigen, dass sie noch 3 Tage verwundet sind. Hier der Lesrak, der Max. 5 Tage verwundet Samur und 2 Tage verwundet das Hexchen. Das heißt, wir müssen auch noch 2 Tage oder besser 3 Tage warten. Schauen wir mal, ob wir uns das leisten können. Hier oben läuft der Timer noch 7 Tage. Das heißt, Info 103, können wir hier Kontakt herstellen? Na komm, Kontakt herstellen. Gibt wenigstens ein bisschen Knete. Ausbildung fortsetzen. Der hat nämlich die Nullgrenze jetzt. Immun gegen Feuer, Gift und Säure ist super. Okay, weiter hier oben rein. Ach so, Moment, stopp. Nee, wir gehen nochmal zurück. Wir haben ja einen Iridiumkern geborgen. Vielleicht können wir hier im Testbereich was damit anfangen. Allerdings haben wir da gerade keinen drin sitzen. Können wir trotzdem ein Projekt machen? Ja, wir können einen Exo-Anzug. Warum können wir keinen War-Anzug? Weil der zu viele Vorräte kostet. Okay. Wir haben 2 Kerne. Ich mache nochmal eine experimentelle Rüstung. Unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Dauert 12 Tage, aber wir haben zumindest mal angefangen damit. So. Kontakt herstellen. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ich werde auf Ihren Befehl hin anfangen, Commander. Okay, dann erforsche jetzt mal bitte die Sturmkanone. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse ich Ihnen auch einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Noch einen Tag. Okay, wir haben hier Kontakt hergestellt. Central. Ist er doch, ne? Und irgendwie sind es immer dieselben, die ihn da in Empfang nehmen. Und deutlich. Okay. Dann geht's jetzt hier los. Auf... Nee, nicht auf diesen Einsatz. Warum? Wir hatten doch hier unten ein Einsatzgebiet. Warum ist das jetzt auf einmal nicht mehr möglich hier? Doch da. Hallo, ich möchte das angreifen. Das da. Genau, Einrichtung angreifen. Auf den australischen Sektor. Mittlerweile müssten unsere Soldaten wieder genesen sein. Und es gibt auch einen direkten 3-Punkte-Ding hier. So, da sind sie. Okay, wir haben unseren Profi. Unser Max dabei. Säuregranate für Backfisch. Und was geben wir hier noch? Imitationsgerät. Der Bero bekommt von mir einmal die Blendgranate. Und das war's, weil er ja den Raketenwerfer mit sich rumträgt. So, hier haben wir ein Imitationsgerät beim Lesrak. Den Umbren nehme ich diesmal nicht mit. Ich versuche... Ah, Plastiklöffel ist schon im Einsatz, okay. Sehr schön. Kriegt ein Gedankenschild und Drachengeschosse. So... Sehr schwere Mission.
Dann würde ich sagen, nehmen wir doch noch... Samu ist noch einen Tag verwundet, also müssen wir Häxchen mitnehmen. Das heißt müssen, aber bietet sich an. Boost-Screen-Geschosse und Medkit. So, und die Granate tauschen wir auch noch gegen Medkit. So, Granate, Granate, Granate. Irgendwie habe ich diese Blendgranate nie wirklich benutzt. Vielleicht tauschen wir die noch aus. Gegen eine Plattenweste bietet mehr Rüstung. Und hier wird regeneriert. Vielleicht ist das cooler. So. Sieht gut aus. Soweit. Das ist unser Team für die Aufgabe, die Welt jetzt doch noch vor diesem scheiß Avatar-Projekt zu retten. Einsatz starten. Und endlich könnte ich dann meine Aufnahmesession mal beenden, weil es ist echt... Wollte ich schon vor ein paar Stunden machen. Wir rücken aus, um die Einrichtung zu zerstören und ihre Fortschritte zu verlangsamen. Begeben Sie sich zur Zielposition, platzieren Sie die X4-Ladungen und rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Sobald Sie daraus sind, jagen wir die Einrichtung ein für alle Mal hoch. Okay. Menes 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. So, wir haben kein... Kein Timer. Tante Martha. Was? Tante Martha? Klang gerade wie Tante Martha, oder? Wirklich. So. Beru. Aber wir haben wieder vergessen, Häxchen einen anderen Nickname zu geben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt gerade hier so schnell vorrücke. Müsste ich eigentlich gar nicht, aber Schaden tut es im Moment zumindest auch nicht. Rücke aus. Okay. Already there. So, bin gespannt, was die Aliens machen. Die patrouillieren hier unten im Canyon lang. Wieder so ein Schildfritzi dabei. Oh oh, was war das? Irgendwas ist explodiert. Das sieht verdächtig nach einem Mech aus. Ziehe los. Okay. Irgendwo steht hier ein Mech. Wahrscheinlich hinterm Kaktus und ich kann ihn nicht deswegen nicht sehen. Würde irgendwie passen. So, Machete. Löffel. Affirmative. Moving out. Hostile targets in sight. Okay, da ist der Mech. Wow. Wow. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber... Wenn ich wieder zurückgehe, müsste ich die eigentlich nicht mehr sehen können, ne? Sind sie wieder zu? Wenn ich die jetzt hier angreife, weiß ich nicht. Ich mach mal hier Overwatch. Lesrak. Kommst du bis da hinten hin? Nicht ganz. Okay.
Mal so in den Overwatch. Obwohl, nee, warte, ich lasse den mal offen. Backfisch greift gleich an. Löffel geht in den Bereichs, aber Overwatch. Ist natürlich jetzt auch tricky, wenn die da hinten sich dann bewegen. So. Backfisch greift, wie gesagt, gleich so an. Bin dabei. Lesrak. Den lasse ich mal. So, Säuregranate, wenn sie sich dann bewegen. Komm, direkt eine Säuregranate raus. Granate unterwegs! Bin gespannt, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Säurebrand. So. Okay, da kommt der Overwatch. Daneben, wie geil. Löffel, ey. Manchmal möchte man dich schlagen. So, noch eine Granate. Hinterher. Lesrak ist noch dran. Geht mal in den Overwatch. So, der stirbt am Säurebrand. Perfekt. Da kommt der Mech. Und Löffel darf nochmal schießen. Und schießt schon wieder daneben. Meine Güte, Löffel, ey. Das nimmt ja Umbreon-Auszüge an. Muss ich dich auch auf Pistole umskillen, Löffel? Sniper wird einfach überbewertet. Zwei Schaden von Beru. Hier kommt jetzt gleich ein Schild, wa? So macht man das. Zwei Rüstung zerschreddert. Panzerung getroffen. Okay. Sieht doch ganz gut aus. So, hier. 86%. Daneben. Ja, wie? Warum auch nicht? Überprüfe Visier. Ja, das solltest du. Brauche Munition! Machete, Backfisch. Der braucht ein bisschen weniger Rüstung, würde ich sagen. Zwei Rüstung zerschreddert. Rüstung hält Stand. Max. 90, 91. Ich behalte mir das mal vor. Das steht da nämlich ganz gut. Ist auch noch verdeckt. Was ist mit dem Raketenwerfer? Damit würde ich beide treffen. Bam! Und noch eine Rüstung zerschreddert. Löffel. Hexen ist auch noch dran. Schaden. Sehr gut.
Läuft. 19 Schaden vom Löffel. Im entscheidenden Augenblick kommt's dann. So, und der Max kümmert sich um den. So, dann sind die gefährlichsten schon mal ausgeschaltet. Max ist leider enttarnt. Aber wir stehen gerade eigentlich ziemlich gut. Er macht jetzt sein Schild, oder? Ne, er schießt. Ja, auf Hexin, okay, alles klar. Ich höre schon wieder einen Mech, also immer noch. Der ist durch die Säure gelaufen, perfekt. Daneben schon wieder auf Hexin. Die scheint irgendwie ein Fadenkreuz auf ihrer Stirn zu haben. Der flieht. Das Schild. Okay. Huntakadoda, oder keine Ahnung, was du da von dir gibst. Genau. So. Pum pum pum. Feuer. Wenn du den wegkriegst, Löffel, dann läuft. Das Schild des anderen ist damit auch weg. Da oben auch ein Schild entfernt. Tod von oben. Perfekt. Nachladen. So, 62% vom Max. Kaputt! Perfekt. Das ist eine gute Position, wie wir hier gerade stehen. So, Machete. Sturm und Schuss. Prozent. Kann man mal treffen. Nö. Aber er hat keinen Cover mehr. Das war die Schrotflinte. So. Kann Backfisch sich noch was... Ja, Backfisch kann noch einen weiter vor. 1% haben wir noch rausgekitzelt. 5 Schaden. Panzerung getroffen. Munition ist knapp. 2 fehlt noch. Heading out. Einmal in volle Deckung mit Hexin. Feuer. Yes. Target eliminated. Soweit, so gut. Bis jetzt läuft's einfach. Nesrak. Spurten wir mal hier runter. Sehr gut den Höhenvorteil bisher ausgenutzt. So, jetzt müssen wir trotzdem ein bisschen vorsichtig sein hier. Okay. Da hinten habe ich gerade gesehen, ist wahrscheinlich ein Turret auf dem Dach. Und wir haben ja jetzt hier jede Menge Deckung einfach zerschreddert. Wenn es sein muss. Da kommt schon wieder was. Und es ist ein Turret, okay. Alles klar. Wir haben noch einen Schuss. Können wir auch direkt mal ein bisschen 76% draufballern. 4 Schaden. Ein Löffel sollte das eigentlich gleich finishen. Das Ding. Max, lassen wir mal. Machete. Hier, Löffel, 88%. Give it to him. Bams. Das war mal ein Turret. Hostile terminated. So. Max Monster rückt dann auch vor. Verstanden, rücke aus. Und Machete auch.
Die Säure ist ja Gott sei Dank weg hier. Backfisch. Los geht's! Eine Texin, die hier komischerweise Gemma heißt. Wir müssen hier rein. Schon unterwegs. Schauen wir erstmal, was uns hier so blüht. Irgendwo ist ja noch ein Mech. Irgendwo ist da noch ein Mech. Wir laden mal nach mit Max. Nachgeladen. Lesrak nach vorne und nachladen. Noch gar keine Granate abgeschossen, der Lesrak. Und nachladen. Kostenlos sogar. Perfekt. Waffe geladen. Können wir in den Overwatch gehen mit ihm? Nichts. So, hier einmal nachladen für den Beru. Reloaded. I'm trusting you here. Backfisch. Nachladen. Kostenlos. Rock'n'Roll, genau. Und einmal hier bitte an die Mauer. Okay, nicht sichtbar. Ja, Distanzschutz. Und hier laden wir auch mal nach. Oh, kostenlos auch bei Hexin. Und dann darf sie auch mit nach vorne. Sehr schön. Okay. Gehen wir mal hier hin. Begebe mich zum Ziel. Okay. Lesrak. Machete ist ja eigentlich der, der hier für uns meistens die Sprengladung anbringt. Gemma ist aber gerade im näher dran. Okay. Overwatch. Scanne Gebiet. Lesrak. Sporte los. Machete geht auch mal hinterher. Roger that. Und Backfisch, ich will sie nicht so weit reinziehen. Nachher ziehen wir noch einen neuen Feind. Und dann haben wir ein Problem. So, hier haben wir den Distanzschutz. Ah, die kommen wahrscheinlich vom Dach oder von hinter dem Teil. Okay, Machete. Einmal bitte X4 platzieren. Perfekt. Und dann zurück. Status bestätigt. X4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Jo. Den machen wir jetzt schön hierhin. Holt mich heraus! Das heißt, Löffel wird jetzt wahrscheinlich lange laufen müssen. Schon mal schön schnell hier rüberziehen. Dann sind wir nämlich gleich schon down, also gleich schon weg hier. Oh 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 oh. Da fuck. Jetzt wo Löffel im Offenen steht, ne? Alles klar. Samo, du musst den Typen gleich hacken. Das ist die beste Möglichkeit, jetzt hier noch was zu reißen. So, Lesrak einmal hier neben den Typen.
Gib ihm. Okay, der lebt noch. Einem Lebenspunkt. Backfisch. Da oben am Dach steht noch einer. Jetzt komme ich. Behalte ich mir mal vor, weil sie hat noch einen Mimic Beacon. So. Ach, wir haben gar keinen. Doch, das Übernahmeprotokoll haben wir hier. Okay, alles klar. Hierhin? On the move. Es muss jetzt halt klappen. Übernahmeprotokoll. Taking control. Schauen wir mal, wie die Chancen stehen. Prozent. Okay. Das ist nicht viel. Ich feuer einfach mal auf den. 5 Schaden. Von der Rüstung abgeprallt. Backfisch, das Imitationsgerät. Hierhin, wo es alle sehen können. So. Ja, das Übernahmeprotokoll, das 50-50 Chance. Den auszuschalten. Hacken. Okay, betäubt. Perfekt. Zwei Runden deaktiviert. Okay. Haben wir noch einen? Nee. Alles klar. Unsere Runde ist zu Ende. Der Typ ist deaktiviert. Und die anderen müssten jetzt eigentlich auf den Mimic Beacon schießen. Ja, da kommt schon, läuft rüber und 5 Schaden, noch lebt da. Das heißt, der andere muss da jetzt auch drauf schießen. Oder wird da höchstwahrscheinlich drauf schießen. Läuft runter. Flankiert den. Alles klar. Oh, daneben. Okay. Okay, da kommen auch noch Backups. Kein Thema. Kriegen wir hin. Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Die Frage ist jetzt, hole ich jetzt alle hier raus oder töte ich hier die Leute noch? Lesrak. Kill den mal. Okay. Sich erwischt. Jo, hast du. Munitionsverbrauch. Unerbitterlich. Hierhin. Okay, ich gehe. Max Monster mit 100% auf den. 3 Schaden. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Backfisch. Legen wir endlich los. Prozent auf den.
ein bisschen Rüstung wegschnäbbeln. Okay. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Machete. Schwerthieb gegen den Elite-Soldaten. 90%. Und tschüss. Check it before you get too close. Unerbittlich. Pum, 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 pum. Wieder zurück. If you say so. ...65% heftiger Schuss. 11 Schaden. Okay. Und... Sehr gut, das nehme ich jetzt noch Loot. Perfekt. Okay. Kommt erstmal die Verstärkung. Ah, ein Schildträger und ein Commander und ein normaler Soldat. Okay. Schwärmen sie aus. Alles klar. Gut, wir fangen mit Löffel an, würde ich sagen. Löffel holt sich zuerst den Loot. Was kriegen wir? Iridiumkern, noch ein Iridiumkern und überragende Magazinerweiterung. So, und dann hier rein. Ist da auch rein. Backfisch. Und los geht's. Wir lassen da drüben die Troops jetzt Troops sein. Leswak. Wird schon nicht passieren. Jo. Und Machete. So. Und dann raus mit dir. Raus mit dir. Raus mit dir. Packen wir die Sachen. Raus mit dir. Ich bin weg. Raus mit dir. Und raus mit dir. Und dann haben wir das doch super hingekriegt hier. Kabu! Läuft. Makellos, kein einziger Verwundeter. So kann es mal öfter laufen. Backfisch, Hexen, Machete, Monster, alle dabei. Und ein Hoch auf diese Mimic Beacons. Die sind echt, echt, echt heftig gut. Ja, und da sind sie alle wieder mal zufrieden. Beliebige Taste drücken. Und wir müssten, glaube ich, auch ein Level-Up, glaube ich, gehabt haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir das Avatar-Projekt erfolgreich gestoppt, Leute. Nee, wir haben kein Level-Up.
Ja, beeindruckend. Zwei Iridiumkerne, eine überragende Magazinerweiterung. Die Alien-Einrichtung ist nur noch eine Ruine, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Ihre Bemühungen haben die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher verlangsamt. Okay. Das hoffen wir doch, denn das war der Plan. So. Eins, zwei, drei Schritte zurück. Das gibt uns erstmal ein bisschen wieder Luft zum Atmen. So, und hier oben haben wir festgestellt, dass da noch ein Projekt liegt. Nach Amerika haben wir vielleicht auch reingekonnt. Dann machen wir doch schon mal Kontakt zu Ostasien. Setze Kurs auf Ostasien. Damit wir danach direkt nach da oben können und dann wieder das Projekt stoppen können hier. Okay, der Justicon hat Stasis gelernt. Perfekt. Wenn er Psyse hat, oh, das ist super. So viel schadet allein, dass er sterben würde, wird er umgehend für eine Runde in Stasis versetzt und seine Gesundheit lediglich auf einen Punkt reduziert. Perfekt. Das ist einer der coolsten Skills, weil er verhindert, dass der Typ stirbt. So. Weiter geht's. Kontakt herstellen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Sehr nice. Die Sturmkanone ist fertig. Okay, dann können wir jetzt ja die Strahlenkanone erforschen. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Und hier haben wir einen Guerilla-Einsatz. Den gucken wir mal überprüfen. Was schauen wir denn hier? Wir haben einen Doktor. Sehr schwer. Vergeltungsschlag wird reduziert, ist mir relativ egal. Der Doktor wäre allerdings cool. So, hier haben wir Informationen, die können wir auch gut gebrauchen. Ist eine schwere Mission. Ansonsten Viperngeschosse, Advent-Gift. Okay, Gift ist natürlich nicht so geil. Oder hier haben wir auch einen Doktor. Beschütze Degret. Garantierte Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Ja, das ist jetzt auch nicht so wild. Ich glaube, ich nehme das hier. Da kriegen wir ein paar Infos und es ist nicht ganz so schwer. Und die Giftgeschosse tun mir, glaube ich, am meisten weh. Bestätigen. Setze Kurs auf Sektor 2. Australien. Einmal wieder zurück nach Australien, wo die Koalas zu Hause sind. Ein weiterer Grund, hier aufzuräumen. So, und aber das sehen wir beim nächsten Mal. Und ich stoppe dann auch hier jetzt meine Aufnahmesession endlich nach, keine Ahnung, wie viel Missionen mehr, als ich eigentlich wollte. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr heute noch macht. Bis dahin, have fun, euer Quali, tschüss.